Willkommen zurück zu Bryfrontieren. Es gibt ein paar Neuigkeiten und zwar sind jetzt verfügbar. Ist es hier was irgendwo? Da. Juno Seto und Enzantaya. Das sind zwei eigentlich Local-Exklusiveinheiten, die dann jetzt aber für 48 Stunden auf EU wohl irgendwie verfügbar werden. Keine Ahnung, ob das dann jetzt die EU Global Collab ist. Wenn ja, sollte demnächst in Global dann auch ein paar EU-Einheiten auftauchen. Ja, das wird sich auf jeden Fall zeigen müssen. Eins vorweg. Zu der Frage, muss man die beschwören? Ganz klares Nein, muss man nicht. Absolut nicht. Wir haben dafür andere Einheiten in EU, die es genauso machen. Also, ja, besser nicht unbedingt, aber die es definitiv genauso machen können. Juno Seto zum Beispiel ist ein Mitigator, der Barrieren gibt, einen Hot gibt, Wiederbeleben im SBB hat und die Max-LP erhöht. Das ist jetzt nur ihre 7 Sterne. Sie bekommt dann noch eine Omniform, beziehungsweise eine Traumentwicklung. Ja, wir hätten dazu, jetzt zu ihrer 7 Sterne hätten wir Zedrak. Ich kann das Mausrad nehmen, das funktioniert ja wunderbar hier. Vor allem spinnt es da nicht so rum. Zedrak wäre quasi, was wir dafür haben. Wenn ihr genauer wissen wollt, was die hier macht, hier einfach irgendwie ein bisschen anhalten oder so. Aber nur ein kleiner Überblick quasi. Also Mitigator, der heilt und wiederbelebt. Haben wir. Enzantaya, die ist etwas komplizierter, dafür haben wir jetzt nicht so direkt was auf EU, aber denke mal, da kommt entweder noch was, beziehungsweise man braucht es auch nicht unbedingt. Also, sie ist jetzt nicht so atemberaubend, wo ich sagen müsste, die muss man sich holen. Nope, aber die kann man sich holen. Ich zum Beispiel werde gleich dann jetzt noch beschwören, weil ich Sammler bin und die haben will. Aber sie macht auf jeden Fall erstmal Punktenschaden, Angriff, erhöht sie relativ zu verbleibenden LP, macht BB-Angriff im Leader-Skill. Passt ganz gut für einen offensiven. Für einen offensiven Leader-Skill, vor allem wenn der Gegner Crit-Resistenz ist, Crit-Resistent ist. Erhöht den Schaden gegen Feinde mit Statusbeschwerden, verteilt hier in ihrem BB Statusbeschwerden und ich würde sagen, darin ist sie auch das quasi ihr einziges Plus. Sie ist quasi die Nummer 1 Einheit im Statusbeschwerden verteilen, weil sie hat hier 50 Hits, das ist nur ihre 7-Sterne-Form, 50 Hits, die sind Random Hits. Das heißt, mit jedem einzelnen Hit wird immer wieder neu die Verteilung dieser Effekte hier, also Verletzung, Schwächung und Krankheit. Da hat sie eine 20% Chance drauf, die zuzufügen. Und ja, mit jedem einzelnen Hit von dieser 50er-Kombo wird immer wieder diese 20% neu berechnet. Also man hat quasi 50 Mal die Chance, jeweils immer wieder neu das hinzuzufügen. Das ist bei normalen, wie jetzt hier beim SBB in so einer Combo ist es zum Beispiel nicht so. Da hast du einmal diese 20% Chance. Und wenn es nicht ist, dann ist eben nicht. Da hast du nicht 22 Mal die Chance. Bei ihrem BB ist halt das, du hast da wirklich 50 Mal die Chance, dass dann der Effekt eintrifft. Bei welcher Einheit sie auch immer trifft, wenn es nur ein Gegner ist, dann geht natürlich alles auf diesen einen Gegner. Das ist ganz witzig, allerdings ist der Modifier auch so relativ gering, dass es jetzt nicht so unbedingt was ausmacht. Das wäre ihre Stärke, die man auf jeden Fall erwähnen muss, aber das ist kein Grund, wo ich jetzt sagen muss, die müsst ihr unbedingt haben. Also ich würde da eher noch warten auf Informationen zu Lancelot. Der wurde nämlich angekündigt am Wochenende. So, naja, da komme ich jetzt nicht irgendwie sinnvoll hin. Hier ist er ja nicht. Der wurde auf Facebook nur angekündigt. Ja, da sollten jetzt entweder heute noch oder morgen irgendwie die Infos dazukommen. Dann kann man gucken, ob man beschwören will für ein Sataya oder nicht. Außer natürlich, man ist Sammler wie ich auch. Wir gucken nämlich jetzt gleich mal 3 Tage. Oh, hier ist jetzt immer so ein Timer. Nice. Ein Tag, 23 Stunden. Genau. Gucken wir mal. Achso, das Gute bei den beiden natürlich, man braucht nur ein Regenbogentor. Man braucht kein schwarzes Tor, weil sie nicht auf 7 Sterne anfangen, sondern auf 6 Sterne. Gut, ob das jetzt. Das macht die Rate auch nicht besser. Das ist und bleibt erhöhte Raten Schwachsinn. Sich erhöhende Raten.
Estelle. Eieiei. Na doch. Wir haben gerade ein Summon-Ticket bekommen. Ah, da war 6 Sterne. Da hat man's. Für 6 Sterne Basis braucht man kein schwarzes Tor. Macht die Rate halt nicht besser, aber es macht zumindest das Gefühl beim Beschwören anders. Yay, direkt Regenbogen. Und Limera. Auch 6 Sterne. Was. Das ist toll. Wenigstens was Neues. Nicht gut, aber neu. Hey, Regenbogen direkt. Ziel. Anima sogar. Das glaube ich auch neu. Also für mich neu. Wir sind jetzt schon für ein paar Summons auf der mal 10 Rate, aber naja. Hat halt überhaupt nichts zu sagen. Jetzt hat es dann quasi normale Rate erreicht. Eine für neues Ticket. Erreut. Niemand braucht ihn. Er zwingt sich trotzdem immer wieder auf. So, hier, nimm mich. Los, los. Ich möchte in dein Team. Los. Dö-dö-dö-dö. Kelly ist, glaube ich, neu bei mir. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht nützlich. Schala. Layla, die ist auf jeden Fall neu. Kann man gut aufheben, vor allen Dingen auch auf 5 Sterne lassen. Agan. So, die ganzen irrelevanten alten Einheiten, die unbedingt nochmal wollen. Ja, also die Rate ist unter aller Sau, beschwört einfach nicht. Lass es einfach sein. Also natürlich, ihr seid so kleine Glückskinder und habt immer alles gleich in 2, 3 Summons, dann holt's euch.
Das ist einfach nur ein schlechter Scherz hier mal wieder. So abgrundtief beschissen, seit es umgestellt wurde. Ja. Yeah. Mhm. Was ein schlechter Scherz, ey. Hammerhart. Ah, wenigstens eine. Bürst. Ja gut, das ist kein Problem. Dafür natürlich die Ultra-Niedlichkeit. Ja, und für Enzataya, weiß ich nicht, ob ich dann noch irgendwie 2-3 Summons machen werde. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen zu enttäuschend, würde ich sagen. Also so richtig abfuck. Wie haben wir denn hier? 15, 15, 20, 21, 22, 23 Summons. Für eine Rate-Up-Einheit. Yeah. Mhm. So viel zu erhöhende Raten. Als höchstens die Gem-Rate erhöht, aber sicher nicht die Drop-Rate. Gut, dann gehen wir hier nochmal durch. Ach, hier hat man doch irgendwie Shelly oder so. Ja genau, hier, die ist dann neu. Ja, aber brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, den brauche ich auch nicht. Wasser war nichts dabei, doch, ja. Haben sogar eine Typverbesserung für den blöden Drachen. Ach, der ist schon auf 7 Sterne, Max. Mö, dann scheiß drauf. Typ ist bei dem sowieso völlig Banane. Kann weg, kann auch weg. Obwohl man hier das... Da braucht man ja nur wirklich nicht Orakel aufheben, wenn man hier schon mal Anima hat. Trevas. Weg. Immerhin haben wir ein paar bessere Typen gezogen hier. So, Nador habe ich hier eine, das reicht. Charla habe ich eine, das reicht. Ist sogar ein wesentlich besserer Typ. Sirius brauche ich nun wirklich nicht noch einen. Habe ich jetzt auch schon keine Ahnung, wie oft weggeschmissen. Layla bleibt, Astal bleibt. Layla bleibt vor allen Dingen auch 5 Sterne, wird komplett aufgebaut und wird auch in 5 Sterne geimpft. Wird vielleicht sogar noch zu Anima gemacht, bleibt aber immer noch 5 Sterne. Und zwar für die später folgende Summoner Arc. Das ist eine Geschichtslinie, wo man dann Einheit sich selbst als Einheit hat, aber da kommen wir dazu, wenn das released wird. Junosetto bleibt natürlich, ganz klar. Die haben wir ja beschworen. Ah, dann haben wir hier noch irgendwo. Genau, Ziel, der war nämlich auch neu. Gut. Mal den Anima auf. Genau, gut, dann tausche mal den ganzen Scheiß wieder ein. Na? Na? Ich glaube, das Spiel spinnt gerade mal und da hat es gerade geladen. Musste es ein bisschen rum überlegen, was ich da gerade in der Kiste gemacht habe, wahrscheinlich. Keine Ahnung, Einheiten handeln. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh. 19.000 mehr können wir nicht. Schade, hier würden noch ein paar tausend liegen. 5.000.
Na gut, ja, dann macht's erstmal gut und solltet ihr beschwören, euch mehr Glück. Habt ihr nicht genug Gems und oder wollt nichts ausgeben? Beschwört einfach nicht. Ist eigentlich Quatsch, wenn ihr keine Sammler seid. Lasst es einfach sein. Ansonsten, macht's gut.